Danke. Hallo, hallo, ja. Wurde eingeladen, heute zu sprechen. Ich weiß jetzt genau nicht, was ich sprechen werde, aber ich werde diese Einladung annehmen. Ich bin hier heute, weil es keine Demonstration ist, weil es nicht gegen etwas ist. Und ich glaube, wir alle sind hier versammelt, weil wir den Traum von Frieden träumen. Von einer Welt in Frieden, dem ersten Weltfrieden, vielleicht seit 10.000 Jahren oder länger. Ich glaube daran, dass jede Nation und jede Kultur, jede Gesellschaft, jede Familie und jeder Mensch für sich einen eigenen Traum träumt. Und Friedensreich Hundertwasser, falls ihr den kennt, den Architekten, der hat gesagt, wenn zwei Menschen den gleichen Traum träumen, wird er zu einer Wirklichkeit. Und ich glaube, dass jeder Staat mit seinen eigenen Göttern, Religionen, Regeln und Gesetzen sich auf einen eigenen Traum geeinigt hat, sind alle gemeinsam mit Träumen. So wie wir uns in Kleinfamilien auf Regeln und Gesetze einigen und dann unseren kleinen eigenen Traum träumen. So wie wir selbst in unseren Glauben setzen, einen eigenen Traum träumen. Und ich bin dafür, dass wir alle gemeinsam einen neuen Traum träumen und uns für eine neue Wirklichkeit entscheiden und dadurch eine neue Welt entsteht. Gleichzeitig zu dieser Welt, von der hier auch viel gesprochen wird, von dem Traum, den viele träumen, den Traum von Krieg, den Traum von Leid, den Traum von Missbrauch und Gewalt. Und ich glaube daran, dass das auch nur ein Traum ist. Und weil wir ihn täglich wiederholen, durch die Medien, durch die Zeitungen, durchs Fernsehen und auch hier dadurch, dass wir hier sprechen, darüber diesen Traum nähern mit unserer Energie und diesen Traum am Leben halten. Und das können wir vielleicht ändern und mehr Energie auf den Traum lenken, den wir träumen wollen. Weil ich glaube, wir alle wollen nicht. Das ist die Frage, wie sieht diese Welt aus? Wie sieht dieser Traum aus? Und dem Energie zu geben, glaube ich, macht uns alle glücklicher, gesünder, lebendiger und freudvoller. Und der innere Frieden, das war so schön, das Erste, was heute gesagt worden ist. Ich wusste, hier bin ich richtig. Viele von uns fragen sich vielleicht, warum ist diese Welt so? Obwohl wir alle Lösungen schon haben. Es gibt seit bereits fast 60 Jahren freie Energietechnologie. Sie wird nicht eingesetzt. Es gibt Ideen von Ökodörfern, von ganzheitlicher Medizin, Elektroautos. Es gibt alle Lösungen schon auf dieser Welt. Warum ist die Welt noch immer so? Warum träumen wir noch immer den Traum von Krieg und Zerstörung, obwohl wir alle Lösungen haben? Ich glaube, die Antwort ist, weil viele von diesen Lösungen aus dem Widerstand heraus versucht werden, angewendet zu werden. Das heißt, gegen das System, gegen die Eltern und gegen die Regeln. Und dadurch, dass es gegen etwas ist, wird der Feind genährt. Weil wenn man einen Gegner hat, befindet man sich im Traum von Krieg. Und er schafft diesen Traum immer wieder. Und ich habe irgendwann erkannt, wir haben jeden Moment zwei mögliche Entscheidungen. Entweder wir gehen in den Widerstand oder wir gehen in die Liebe. Immer wieder. Immer wieder. Entweder Widerstand oder Liebe. Und ich glaube, dass durch die Kraft der Liebe sich jeder Traum auflösen kann. Wie es hätte nie stattgefunden. Das ist dieser Traum, der scheinbar eine Realität ist, sich dann auflöst, wenn wir als Kollektiv, als Menschheit in die Liebe gehen. Und ich habe jahrelang im Bereich von Energetik und Therapeutentum praktiziert und war auch der Meinung, es gibt kranke Menschen und Menschen brauchen Heilung. Aber ich glaube, dass das ein Traum ist. Ich glaube, kein Mensch muss sich verändern und kein Mensch braucht Heilung und Erlösung. Und ich das erkannt habe, hat sich mein Leben schlagartig geändert. Und ich sehe das so, vielleicht ganz am Anfang, bevor das Universum entstanden ist, bevor all das da war, war nichts. Und diesem Nichts, diesem reinen Bewusstsein war so langweilig mit sich selber, weil es nur nichts gegeben hat.
geschrieben hat, dass sie gesagt hat, ich trenne mich von mir selber, von der Allliebe, die ich bin, trenne ich mich jetzt und das schafft alle möglichen Trennungen, die möglich sind. Bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir Menschen hier vor diesem Gebäude stehen und all diese Dinge erschaffen worden sind, Krankheiten sowie schöne Dinge. Und viele Therapeuten sind der Überzeugung, dass sie Menschen heilen müssen. Und dadurch erträumen sie sich kranke Menschen. Genauso wie wir denken, wir müssen die Welt besser machen, erschaffen wir eine schlechte Welt, die verändert werden muss. Und vielleicht hat sich das Universum nur von sich selber abgespalten, um bedingungslose Liebe zu erfahren. Und nicht um verändert zu werden. Stellt euch mal die Frage, wie fühlt sich die Schöpfung, die den Krieg und auch die ISIS erschaffen hat und die Al-Qaida und die USA und all diese Feinde, wie muss die sich fühlen, diese Schöpfung, die auch die Bäume, die Pflanzen und alles andere schaffen hat, wenn wir sie verändern wollen, wenn wir sie anders machen wollen. Ich möchte euch einladen, einen Moment, einfach mal nicht mehr in den Widerstand zu gehen, sondern zu sagen, auch der Terrorismus ist ein Kind der Schöpfung, auch das Plastik im Meer und auch das Öl und die Waffen, all das Schlechte entspringt auch der gleichen Schöpfung wie wir und ladet uns ein, die Bedingungen dafür wurde alles erschaffen. Und ich verspreche euch, wenn die Zeit, die wir für Internetrecherche und für Aktionen gegen etwas verwenden, wenn wir diese Zeit dafür verwenden, die bedingungslose Liebe zu geben, dann geschehen Wunder. Dann geschehen Wunder. Das verspreche ich euch. Es liegt aber an jedem Einzelnen. An jedem Einzelnen. Danke.